So, da bin ich. Hallo und herzlich willkommen zu Smaxi Stream. Mein Name ist Björn das Maxi und das hier ist Undertale schon wieder. Teil 2 von 1000. Letztes Mal haben wir die Ruinen fertig gemacht. Oh mein Gott, habe ich vergessen zu speichern? Ich glaube, ich habe vergessen zu speichern. Oder? Halt mal, wo haben wir aufgehört? Nee, wir haben... Stimmt gar nicht. Nein, wir haben aufgehört, kurz bevor wir das Haus von Toriel betreten haben. Stimmt. Oh, fast hätte ich gedacht, wir hätten alles kaputt gemacht. Ich hätte alles kaputt gemacht. Wie man vielleicht sieht, habe ich ein bisschen ein neues Streaming-Setup. Hallo, Inno! Schön, dass du dabei bist. Wie man vielleicht sieht, habe ich ein bisschen ein neues Streaming-Setup. Also im Sinne von, es sieht ein bisschen anders aus. Unnötigen Scheiß weggemacht, beziehungsweise ersetzt. Chat ist links, ein bisschen breiter. Bild ist rechts. Und wenn ein Spiel 4:3 ist, dann ist auch das ganze Bild ein, also den ganzen Part. So viel dazu, eigentlich gar nicht so viel geändert. In jedem Fall mache ich jetzt nochmal weiter. Wo ist mein... Hier ist mein Chat. So. Und dann, damit ich auch moderieren kann. So, dann machen wir, wie gesagt, einfach weiter. Ja. Wir haben tatsächlich vor dem Haus gespeichert. Ich dachte, ich wäre ins Haus schon reingegangen. Ich dachte, ich habe echt Panik gehabt und dachte, ich wäre schon im zweiten Gebiet. Riechst du das? Überraschung! Es ist ein Butterscotch-Zimtkuchen. Ich habe gedacht, wir zelebrieren mal deine Ankunft. Ich möchte, dass du hier eine angenehme Zeit hast. Also werde ich den Schneckenkuchen vorerst zurückhalten. Werde ich den Schneckenkuchen vorerst zurückhalten. Hey, ich habe noch eine Überraschung. Okay, Toriel ist die beste Mutti. Diese Bücher sind ziemlich abgegriffen. Sie müssen wohl oft häufig gelesen worden sein. Okay. In diesem alten Kalender... Nee, darin ist ein alter Kalender aus dem... von Anfang 2010. Ein altes Geschichtsbuch. Hier ist eine zufällige Seite. Gefangen hinter einer Barriere und gefürchtet von weiteren Menschenangriffen haben wir uns zurückgezogen. Tief, tief sind wir in die Erde hineingewandert. Bis wir... Oh mein Gott, was ist da draußen für ein Flugzeug? Bis wir das Ende des Tunnels oder der Höhle erreicht haben. Dies war unser neues Zuhause, das wir getauft haben auf den Namen Zuhause oder Home. So großartig unser König auch ist, so schrecklich ist er auch in der Namensgebung. Ich liebe es. Ja, ist es gleich nochmal? Ja, genau. Wirkt wie genau die richtige Größe für Toriel. Das Feuer ist nicht brennend heiß. Es ist einfach nur angenehm warm. Man könnte seine Hand hineinlegen. Toriel ist Best Goat Mom. Ja, ist auch die einzige Goat Mom. Aus irgendeinem Grund liegt hier Markenschokolade im Kühlschrank. Okay. Bonjour, Madame Chibi! Bienvenue! Avec le stream de moi! Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Ich mag kein Französisch. Vorgestern habe ich auch nochmal angefangen, auf der PS4 zu spielen. Ja, cool. Ich habe die PS4-Version jetzt auch schon ein bisschen. Ich habe dir ja, glaube ich, erzählt, als ich die Limited Edition mir geholt habe. Ich will es ja auch nochmal erwähnen, dass ich die PS4-Version ja deswegen spiele, weil ich einfach schauen will, wie bestimmte Sachen auf der Konsole gelöst wurden. Ich freue mich tatsächlich auch schon auf die Switch-Version, weil die werde ich mir auch nochmal holen. Hier steckt etwas weißes Fell im Abfluss. Das arme weiße Fell. In diesem Schrank sind Keksförmchen in Form von... Nee, für das ist Gingerbread. Für Lebkuchenmonster, genau. Was für ein angenehmer Geruch. Allerdings ist er zu heiß zum Essen. Die Herdoberfläche ist sehr sauber. Toriel muss scheinbar Feuermagie benutzen. Deswegen habe ich noch angeschaut. Die Enden dieser Werkzeuge wurden abgeschliffen, um sie sicherer zu machen. Ah, das Spiel ist einfach so super angenehm und gut. Hier ist es.
Ein Zimmer ganz für dich. Ich hoffe, du magst es. Ich mag diese eine Animation. Ich muss ganz kurz sagen, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich habe halt nicht gewusst, was mich erwartet. Und ich habe im letzten Stream ja auch schon gesagt, ich habe das erst so gespielt wie ein normales Rollenspiel. Das heißt, die ersten Viecher und Frösche habe ich leider getötet. Und das habe ich, glaube ich, auch noch mit ein paar Viechern im nächsten Gebiet gemacht. Und habe dann irgendwann aufgehört, weil mir das einfach alles zu schwer wurde tatsächlich. Und ich muss auch sagen, dass der Punkt hier, wenn Toriel den Hauptcharakter streichelt, einfach, es ist so ein angenehmes Gefühl, weil man einfach so, oh ja, das beste Mutti. Brennt hier irgendwas? Fühl dich wie zu Hause. Okay. So, hier. Stell dir mal all diese coolen Spielzeuge an. Sie interessieren dich kein Stück. Ich liebe es. Ja, da geht's nicht, okay. Ein leerer Fotorahmen. Er ist richtig staubig. Das gleiche nochmal. Eine Kiste mit Kinderschuhen. In verschiedenen Größen. Genau. Ah, nein, ich hab's gespoilert. Ich wollte gerade noch sagen, achtet mal auf die Musik, wenn man das Licht ausmacht. Ah, ich mag das. Also, wenn es was Besseres gibt als dynamische Musik, dann müsst ihr mir das sagen, weil ich kenne nichts Besseres. So, bevor ich jetzt aber reingehe und schlafen gehe. Du hast diesen Typ an Pflanze schon mal irgendwoher gesehen, aber du weißt seinen Namen nicht. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Okay. Und das ist Toriels Zimmer. Toriels kleiner Stuhl. Er heißt Sturiel. Oh mein Gott, das ist gut. Ich habe das auch voll vergessen. Ich habe Undertale schon so lange nicht mehr gespielt. Und die Wortwitze sind super. Und das ist so ein Wortwitz, den man auch sogar perfekt ins Deutsche übersetzen kann. Staubige Fotorahmen. Dabei kann ich gestern die Idee, ob da nicht jemand bestimmtes Staub drauf geht. Oh, nein. Kann ja gar nicht sein. Wie soll das sein? Das kann ja nicht sein. Ich weiß, was du meinst, aber das diskutieren wir mal aus, wenn ich an entsprechender Stelle bin. Weil ich möchte tatsächlich jetzt gerade in dem Stream nicht spoilern. Ich weiß nicht, wer von allen Zuschauern hier jetzt gerade Undertale schon durchgespielt hat und vor allen Dingen komplett durchgespielt hat mit allen drei Routen. Aber ich möchte es einfach so ein bisschen, weil es später auf YouTube kommt, möchte ich das noch ein bisschen geheim halten. Aber ich weiß, was du meinst. Da diskutieren wir mal irgendwann im Privaten drüber. Hier. Es ist Toriels Tagebuch. Die eingekreiste Passage lesen, natürlich. Lies die Passage. Warum hat das Skelett ein Freund gewollt? Lass mich kurz überlegen, wie man das am besten übersetzen kann. Weil es sich abein gefühlt hat. Ich glaube, so kann man das gut übersetzen. Der Rest der Seite ist mit Witzen ähnlichen Kalibers gefüllt. Nur ein regulärer alter Eimer voller Schnecken. Ah, der Kaktus. Wahrhaft das Zundere, die größte Zundere unter den Pflanzen. Genau sowas. Ich finde den Satz so geil. Truly the most Zundere of plants. Du spickelst hinein. Skandalös! Es ist Toriels Sockenschublade. Es ist eine Enzyklopädie von subterranen Pflanzen. Du öffnest es in der Mitte. Typha, eine Gruppe von Wetland Flowering Plants mit braunen, ovalen Samen, was auch immer. Das sind jetzt alles Fachbegriffe, die ich leider nicht kenne. Besser bekannt als Wasserwürstchen. Okay, das ist ja was Neues. Nein, das ist gleich. Definitiv größer als ein was ist ein Twin-Size-Bett? Größer als ein Paar-Bett. Keine Ahnung, gibt's auch einen Fachbegriff für, den ich gerade übersetzt habe. In dieser Schublade sind Blumensamen und ein paar zerbrochene Wachsmalkreidestifte. Raum, Zimmer ist, wird renoviert. Doppelbett, dankeschön, Doppelbett. Das bist du! Oh mein Gott, das wird in Genocide Run so witzig. Oh, es ist ein Wasserwürstchen. Stimmt, das wird bei der anderen Pflanze sich jetzt auch gesagt, die hier davor kam.
Oh, es ist ein Wasserwürstchen. Das ist so wie, das ist wie Papa Pichu in Monkey Island 3. Aber da kommen wir auch noch irgendwann. Irgendwann mache ich auch noch Monkey Island 3 Stream. Wenn ich schon die anderen Monkey Islands alle gestreamt habe. So, ab ins Bett! Oh, das ist ein Kuchen! Toriel hat uns ein Stück Kuchen hingelegt. Weil wir so artig geschlafen haben. Beste Mutti! Du hast ein Stück Butterscotch-Zimtkuchen gefunden. Und schauen wir gleich mal, was da in der Info steht. Butterscotch-Kuchen. Warum auch immer. Halt alle HP. Butterscotch-Zimtkuchen. Ein Stück. Ganz wichtig. Das Stück Kuchen werden wir das ganze Spiel hindurch begleiten und bei uns behalten. Halt, Moment, da will ich noch gar nicht hin. Sorry. Da will ich nicht hin. Hier will ich hin. Da ist Toriel. Schon wach, wie ich sehe. Ich wollte nur sagen, wie fröhlich ich bin, da hier unten jemanden zu haben. Oder hier jemanden zu haben. Hier sind so viele alte Bücher, die ich teilen möchte. Ich möchte dir meinen Lieblingskäfer Käferjagdpunkt, Platz, was auch immer, zeigen. Ich habe außerdem einen Stundenplan für deinen Unterricht, oder für deine ich habe einen Lehrplan für dich gemacht. So, ich habe einen Lehrplan für dich gemacht. Meine Güte, toll. Das mag dich jetzt vielleicht überraschen. Aber ich wollte schon immer eine Lehrerin sein. Eigentlich ist das vielleicht gar nicht so überraschend. Trotzdem! Ich bin froh, dass du hier lebst. Oder dass du hier leben musst, keine Ahnung. Wolltest du etwas? Was ist es denn? Wann kann ich nach Hause? Was? Das ist jetzt dein Zuhause? Willst du lieber was aus dem Buch hören, was ich hier lese? Es heißt 72 Möglichkeiten, Schneck zu benutzen, irgendwie sowas. Wie wär's? Ja, okay, komm. Hier ist ein interessanter Schneckenfakt. Hast du gewusst, dass Schnecken eine kettensägenähnliche Zunge haben, die man Radula nennt? Interessant. Ja. Nun, stell mich ruhig nochmal mit irgendwas anderem, wenn du irgendwas anderes brauchst. So. Was denn? Wie verlasse ich die Ruinen? Ich muss was tun. Bleib hier. Meine Güte, hat die gerade irgendwie geflackert am Mund? Das sah gerade so komisch aus. Naja. Ich bleib natürlich nicht hier, weil... Du wirst natürlich was angehen. Du möchtest gerne wissen, wie du nach Hause kommst, nicht wahr? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Eine Einbahnstraße zum restlichen Untergrund. Ich werde sie zerstören. Niemand soll jemals hier wieder gehen können, von hier gehen können. Nun sei ein gutes Kind und bleib oben. Kann ich nicht bleiben, ich bin kein gutes Kind. Weil sonst geht's mit dem Spiel nicht weiter. Jeder Mensch, der hier runterfällt, eilt das gleiche Schicksal. Ich habe es immer und immer wieder gesehen. Sie kommen, sie verlassen mich, sie sterben. Du naives Kind, wenn du die Ruinen verlasst, wird Asgore dich töten. Ich beschütze dich nur, verstehst du das? Geh in dein Zimmer. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Das ist deine letzte Warnung. Aber trotzdem, ich muss hier lang. Tut mir leid, Mama. Willst du so unbedingt gehen? Genau wie alle anderen. Es gibt dazu gibt's nur eine Lösung. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug zum Überleben bist. Und jetzt kämpfen wir Toriel. Schau mal, check. Toriel, Angriff 80, Abwehr 80. Weißt, was für dich am besten ist? Zum Beispiel Flammen ins Gesicht. Aui. Naja, gut. Der Kampf macht dich jedes Mal fertig. Der Kampf macht einen noch viel mehr fertig, wenn man auf der Genocide-Route ist. Aber dazu kommen wir noch. Wir brechen noch jedermanns Herzen. Keine Sorge.
Toriel bereitet eine magische Attacke vor. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, mit ihr zu reden. Dir ist nicht eingefallen, worüber du mit ihr reden könntest. Ich mag auf jeden Fall die Musik, aber das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich liebe den Soundtrack von Undertale. Toriel durchschaut dich. Du versuchtest, etwas Bestimmtes zu sagen. Nochmal etwas Bestimmtes zu sagen. Oder etwas zu sagen, aber... Oh, fuck. Ich weiß, Genocide macht es noch schlimmer. Genocide macht das ganze Spiel schlimmer. Ironischerweise scheint Reden hier nicht die Lösung für diese Situation zu sein. Oh mein Gott, ich bin das erste Mal bei ihr gestorben. Was ist passiert? Oh mein Gott, ich habe das noch nie geschafft, bei ihr zu sterben. Habt ihr das Gesicht gesehen? Oh mein Gott. Das war nicht geplant. Oh, shit. Wow. Das hat mich jetzt gerade voll erschrocken. Du kannst jetzt noch nicht aufgeben. Björn, bleib... Was war das letzte Mal nochmal das Wort? Bleib entschlossen, genau, Entschlossenheit. Ich hatte 4 HP. Ich hatte 4 HP. Beziehungsweise ich hatte 8 HP, dann bin ich aber zweimal getroffen worden gerade. Und beides hat 4 HP abgezogen. Ich hatte das noch nie. Das ist ein erstes Mal für mich. Wirklich. Um Gottes Willen. Richtig krass. Oh, ich fühle mich richtig schlecht. So, dann halt. Den ganzen Kack nochmal! Liest du das? Bla 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 bla. Ach, meine Hände schwitzen ein bisschen. Das ist nicht gut. Aber jetzt wisst ihr es wenigstens, dass meine Hände schwitzen. Toriel hat geschockt ausgesehen. Für exakt 1 oder 2 Frames. Ich kann es, wenn ich das auf YouTube hochlade, auch gerne nochmal jetzt in Großaufnahme zeigen. Und jetzt ist weg. So. Ich hoffe, ich merke mir das. Seit wie vielen Minuten streame ich schon? 19 Minuten. Ich will ab keinen Bock mehr, das aufzuschreiben. Schreibt mal jemand in Chat 19 Minuten. Das System ist Bullet Hell Shooter und du kannst nicht schießen. Das ist das ganze Kampfsystem. Danke, JB. Danke, Inno. So, drin wär's bla 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 bla. Ab ins Bett. Und ab raus. Los. Und Butterscotch. Butterscotch natürlich, genau. So sagt man das. Butterscotch. Gibt's eigentlich irgendwie einen deutschen Begriff für Butterscotch? Ich bin mir echt nicht sicher. So, Speedrun Tactics, fuck. Gib, 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 gib. Ja, ja, ich weiß, was ich tun. Bla, 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 bla. Ha, erster. Oh, shit. Nee, Karamell ist Caramel. Das ist was anderes. Butterscotch ist nicht Karamell. Also Sahne-Karamell vielleicht. Das kann sein. Aber es ist nicht einzig und allein Karamell. So, vielleicht sieht man, dass ich tatsächlich mal irgendwann, kurz nachdem Undertale herauskam, versucht habe, Speedrun dazu zu machen. Butterbonbon. Bäch. Das ist ein Leo.org. Frag mal Google Translator. Fuck. Ich wundere es auch gerade, dass jeder Angriff scheinbar 4 HP abzieht. Das war sonst nie so. Oder? Buttertoffee, das nehme ich. Aber Karamell, finde ich, klingt falsch. Weiterhin ihren langsamen Flammenangriff macht, glaube ich ihr wirklich, dass ich noch sterbe. Was ist das denn? Was ist denn hier los? Warum sterbe ich bei ihr? Warum sterbe ich bei ihr? Normal kann man bei ihr gar nicht wirklich so leicht sterben. Vielleicht bin ich einfach zu dumm. Ich mach was anderes. Ich probiere es anders, besser gesagt. Das ist ja zum Mäusemelken. Schicksal, ganz genau.
Ja, genau so will ich es auch machen. Ich lasse mich einfach angreifen, bis ich nur noch 4 HP oder so habe. Und dann sollte sie mich ja eigentlich nicht mehr angreifen wollen. Aber mein Gott, ohne Scheiß, ich schwöre es, nie geschafft, dass sie mich tötet. Und jetzt schaffe ich es 2-mal nacheinander. Was ist da los? Nein, ich will keinen fucking Snail Fact hören, dankeschön. Oh nein, ich habe geflucht im Undertale-Stream, das geht nicht. Piep! Speedruns. Oh ja, ich geh speichern. Danke, das ist gerade noch gekommen. Das neue Beyond-Modus für die PS4-Version, genau. Toby Fox hat. Ich habe ihn zu sehr auf Twitter genervt und dann hat er gesagt, okay, da kommt ein Beyond des Maxi-Modus rein. Da stirbt er einfach jedes Mal bei Toriel. Und es funktioniert nur, wenn man sein PlayStation-Profil. So sieht's aus. Das ist es. Danke, Toby Fox. Ich bin verewigt in Undertale. So sieht's aus. Quatsch. Es zieht trotzdem immer 4 HP ab. Immer 4. Immer 4 HP. Okay, jetzt probiere ich was anderes. Ich glaube, das bringt mir 10, genau. So ist gut. Hup und fuck, ich wollte noch einmal getroffen werden. Gut, ich will jetzt noch einmal getroffen werden, weil dann trifft es mich nicht mehr. Hoffentlich kommt jetzt der Clown-Angriff. Schwerer Angriff. Puff. Ah, okay. Jetzt zieht es mir nämlich nur noch 1 HP ab. So sieht's aus. Und das habe ich wohl nicht hinbekommen, da es mir nur 1 HP abzieht. So, und jetzt zieht es mir, glaube ich, gar nichts mehr ab. Oder jetzt greift es mich nicht mehr an. Genau, es passiert nämlich das. Und wenn ich versuche, in die Flammen zu gehen, dann werden die weggeschoben. Hier kann man nicht mehr sterben. Toriel durchschaut mich. Kann ich ja nicht. Ach, genau. Ich bin doof. Ich muss Bär machen, Idiot. Nee, eben nicht. Der wird nicht sofort abgebrochen. Aber er wird verkürzt auf jeden Fall. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Bam, 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 bam. Was? Toriel benimmt sich merkwürdig. Vielleicht wurde es für die PSP-Version geändert, wer weiß. Toriel bereitet einen magischen Angriff vor. Was tust du? Toriel schaut dich. Greif an oder lauf weg. Was versuchst du damit zu beweisen? Bekämpf mich oder geh. Hör auf. Hör auf, mich so anzuschauen. Vielleicht bist du zu gut ausgewichen, das kann schon sein. Geh weg! Ich liebe den Soundtrack, habe ich schon gesagt. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Originalmusikdateien, die Toby Fox gemacht hat. Super guter Soundtrack. Aber nur so, um zu sehen, was er benutzt hat und alles. Ich weiß, dass du nach Hause willst, aber... Aber bitte, geh jetzt nach oben.
Ich verspreche dir, ich werde hier gut auf dich aufpassen. Ich weiß, wir haben nicht viel, aber... Wir können hier ein gutes Leben haben. Wieso machst du das so schwer? Bitte, geh nach oben. Oh Mann, das Gesicht bringt mich fast um. Haha. jämmerlich, nicht wahr? Ich kann nicht mal ein einziges Kind retten. Nein, ich verstehe schon. Du wärst hier unten, wenn du hier unten gefangen wärst, wärst du hier nur unglücklich. Die Ruinen sind sehr klein, wenn du sie mal kennst. Wenn du dich mal dran gewöhnt hast, oder immer. Es wäre nicht richtig für dich, wenn du in so einer Gegend aufwächst. Meine Erwartungen, meine Einsamkeit, meine Angst. Für dich, mein Kind, werde ich sie beiseite legen. Wenn du wirklich wünschst, diese Ruinen zu verlassen, werde ich dich nicht aufhalten. Allerdings, wenn du verschwindest, komm bitte nie mehr zurück. Ich hoffe, du kannst das verstehen, meine ich natürlich. Und dieser Hack, dieser Knuddel da. Beste Gold, Mom. Gestern habe ich noch Tunnel gegeben. Ich weiß, werde ich auch gleich tun. Hätte ich gemacht, du Spoilerin. Hör mal auf zu spoilern. Leb wohl, mein Kind. Nein, Mama! Komm zurück! Das sind halt dann einfach nur auch viele Kämpfe, die ich dann wieder gehen darf. Das ist halt ein bisschen das Grobe. Aber naja, jetzt gehen wir auf jeden Fall einmal zurück. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Das werde ich in der YouTube-Version definitiv vorspulen. Das heißt, ich werde jetzt noch nicht so viel reden. Verzeihung. Schon verkackt. Oh nein! Das lief doch gerade erst richtig los. Aber halt, oder? Bam, 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 badadam, bam, und so weiter. Nein! Versteht's jemand? Meine Güte, das war knapp. Wenigstens kann ich so auch ein bisschen Geld noch verdienen, wenn ich jetzt zurücklaufe. Ich frage mich tatsächlich, wo dieser Frosch hingeht, wenn man den Raum das erste Mal verlässt. Weil dann habe ich letzten Stream habe ich den Raum verlassen, weil ich in so dem Spider-Sale wollte. Und dann war der Frosch nicht mehr da und ich vergesse jedes Mal, was der sagt. Wenn ich es überhaupt jemals mitbekommen habe, was er sagt. Böser Frosch. Hier ist Wayne Johnson. Sehr gut. Okay. Miau. Der hat wirklich gerade miaut, okay. Okay. Hilf. Okay. Der meint jetzt, jetzt fühle ich mich schlecht. Weil ich habe ihn ja nicht mal reden lassen. Ich fühle mich wirklich schlecht. Oh nein. Du musst dich wieder falsch. Okay, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Okay.
Ich hab Durst, ich kann jetzt nichts trinken, ich brauch beide Hände zum Spielen, das zum Kotzen. Vielleicht. Ah, vielleicht klappt's ja doch. Ah, ich krieg's nicht auf, die fucking Flasche. Ah, ich kann jetzt nicht meinen Finger. Help! Meine Flasche! Ich kann nicht die Flasche öffnen! Daily Struggle, Hashtag Daily Struggle, so meine ich das. Oh mein Gott, jetzt muss ich das Level. Oh Gott! Ich hab's geschafft ohne Mama. Siehst du mal, Mama, ich kann das auch ohne dich. Goat Mom. Warum sind wir denn gemein? Nur weil wir mit dem Frosch nicht sprechen? Es tut mir ja leid, das war keine Absicht. Kannst du den letzten Stream angucken, das war keine Absicht. So, aber wir sind ja jetzt gleich am Anfang. Das ist ja schon der erste Speicherpunkt. Hier haben wir Flowey getroffen. Flowey die Blume. Blumi die Blume. Wie auch immer. Und hier ist Goat Mom. Sorge dich nicht um mich. Irgendjemand muss sich ja um diese Blumen kümmern. Nein, ich will nicht mehr mit dir reden. Hör. Goldene Blumen. Sie müssen deinen Fall gebremst haben. Ja, ja. Das war auf jeden Fall das. So, jetzt geht's. Auf YouTube wird jetzt vorgespult. Und so weiter. Ich laufe den ganzen Weg zurück und versuche nochmal meinen Punika aufzumachen. Upsala, das geht nach oben. Help! Ich kann nicht steuern. Oh Gott, warum ist... ich lege meinen Controller kurz hin. Einen Moment. So, jetzt ist die Flasche offen. Jetzt kann ich trinken. Help! Help! Jetzt kann ich trinken. Flasche ist schon halb leer, verdammt, das ist eine 1,5 Liter Flasche. Ich habe echt zu viel getrunken. Ah, fuck. Ey, ich mein, piep! Ah, runter. Nein, Wünsche tut nichts. Aber er gibt mir auch nichts. Firetruck, genau, stimmt. Fuck ist kurz für Firetruck. Ja, man lernt nie aus, Inno. Man lernt nie aus. Oh, hier wird's langsam warm. Warum kann es nicht nochmal regnen, so wie gestern? Ich habe mich gestern so gefreut, dass es geregnet hat. Ey, guck mal, wir sind schon bei Turiels Haus. Nice. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe 60G! Ich könnte theoretisch auch nochmal zum Spider-Sale, aber ich habe schon einen Spider-Donut und der reicht völlig aus. So. Achtung! Wir werden jetzt das... das Erstgebiet verlassen. Achso, ich muss ja auch noch für YouTube. Hier sind wir wieder, haha. das Erstgebiet verlassen und hier ist es.
Okay, ich muss ganz kurz, sorry, ich muss ganz kurz weg. Hunde spinnen rum, um die ich mich kümmern muss oder die ich im Auge behalten muss. Ein Moment, 5 Minuten, bis gleich. Ich hoffe, Chibi ist vom Klo wieder da, weil ich bin doch früher als 5 Minuten hier. Ich habe weniger als 5 Minuten gebraucht. Ich bin doof, ich kann nicht sprechen. Weiter geht's! So, wir gehen hier diesen dunklen und immer heller werdenden Gang entlang in Richtung Freiheit. Freiheit! Raus aus den violetten Ruinen und rein ins Vergnügen. Hier ist Flowey. Clever, sehr clever. Du denkst, du bist richtig schlau, oder? In dieser Welt heißt es töten oder getötet werden. Und du warst, du konntest nach deinen eigenen Regeln spielen. Du hast jede einzelne Person verschont. Hehehe. Ich wette, du fühlst dich richtig großartig. Du hast keinen einzigen getötet diesmal. Aber was wirst du tun, wenn du auf einen... Relentless auf einen unbändigen Killer triffst. Du stirbst und du stirbst und du stirbst. Bis du davon langweilig wird. Was wirst du dann tun? Wirst du aus Frustration töten? Oder wirst du diese ganze Welt komplett aufgeben? Und sie mich, anstatt deiner kontrollieren oder was? Let me inherit power. Und mir die Kraft geben, sie zu kontrollieren. So rum. Ich bin der Prinz der Zukunft dieser Welt. Sorge dich nicht, mein kleiner Monarch. Mein Plan ist nicht Königsmord. Das hier ist so viel interessanter. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Smaxi Stream. Mein Name ist Brandon Smaxi und das hier ist Undertale von Toby Fox. Gut, in jedem Fall. Sehr gutes Spiel. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. geht auf jeden Fall weiter. Hier ist eine Kamera in diesem Büschel versteckt. Werden beobachtet. Also Moment, Tore untersuchen. Ah, Tore untersuchen. Toriel. Hahaha. Die hat sogar auf Deutsch noch ein Pun. Ja, jetzt gehen wir erstmal diesen unheimlichen Wald entlang. Immer schön aufpassen. Der Baum hier hat den Ast kaputt gemacht. Habt ihr es gesehen? Aber er kann nicht mehr heil machen. Fieser Baum, ey.
Mensch. Weißt du denn nicht, wie man einen neuen Freund begrüßt? Dreh dich um und schüttle meine Hand. Der alte Futzkissen im Hand, in der Handtrick. Der ist immer witzig. Auf jeden Fall, du bist ein Mensch, oder? Das ist witzig. Ich bin Sans. Sans, das Skelett. Ich bin eigentlich... ich soll eigentlich Wache halten oder Ausschau halten nach Menschen. Aber, weißt du... ich hab eigentlich keinen Bock, irgendjemanden zu fangen. Aber mein Bruder, Papyrus, der ist ein Menschenjäger-Fanatiker. Hey, eigentlich könnte er das da drüben sein. Ich hab ne Idee. Wir gehen durch dieses Tor-Dings da. Ja, geh einfach durch. Mein Bruder macht die Stangen immer so weit auseinander, dass sie niemanden aufhalten. Schnell, stell dich hinter diese Convenient. Was heißt jetzt Convenient nochmal? Diese praktisch geformte Lampe dort. Meine Sandstimme ist schon wieder weg und ich habe auch wieder vergessen, wie sie macht. Was ist los, Bruder? Du weißt genau, was los ist, Bruder. Es sind 8 Tage vergangen und du hast immer noch nicht deine Puzzle rekalibriert. Du hängst die ganze Zeit nur außerhalb deiner Station herum. Was tust du eigentlich? Ich starre auf diese Lampe. Die ist wirklich cool. Willst du mal schauen? Nein, ich habe keine Zeit dafür. Was, wenn ein Mensch hier vorbeikommt? Ich muss bereit sein. Ich werde der eine sein. Ich muss der eine sein. Ich werde einen Menschen fangen. Dann werde ich, der große Papyrus, all die Dinge bekommen, die ich so unglaublich verdiene. Respekt! Was heißt Recognition? Recognition war... Ansehen! Ich werde endlich... mir wird es endlich möglich sein, die königliche Garde zu betreten, zu... Der königlichen Garde beizutreten, so rum. Leute werden mich fragen, mein Freund zu sein? Ich werde in einer Dusche aus Küssen jeden Morgen aufwachen. Vielleicht wird diese Lampe dir dabei helfen. Sans, du hilfst nicht! Du lahmer Knochen, was weiß ich, Lahmarsch, ist mir egal. Du Lahmsteiß. Alles, was du tust, ist herumsitzen und Däumchen drehen. Du wirst fauler und fauler jeden Tag. Hey, nimm's mal leicht. Ich hab heute eine Tonne... Ah, das funktioniert nicht auf Deutsch. Lass mich ganz schnell einen neuen Witz aussinken. Funktioniert nicht. Es ist ein Witz, den kann ich nicht übersetzen. Es tut mir leid. Ich habe heute schon eine Tonne an Arbeit getan. Eine Skelettonne. Dieser Sans. Ich hasse mich. Sans! Komm schon. Du lachst doch. Ich tue es und ich hasse es. Wieso muss jemand so Großartiges wie ich nur so viel tun, um etwas Ansehen zu erreichen? Wow, hört sich an, als hättest du... als würdest du dich bis auf die Knochen runterarbeiten. Ich hasse es. Ich werde mich jetzt zu meinen Puzzlen begeben. Und zu deiner Arbeit kann ich nur sagen... Solltest du etwas mehr Arbeit reinstecken? Hallo Klaus! Ja, schön, dass du da bist. Lange nicht mehr gesehen, stimmt. Ist auch jetzt lange her, dass ich wieder halbwegs regelmäßig gestreamt habe, tatsächlich. Falsch ist kein guter.
Okay, du kannst jetzt rauskommen. Du sollst jetzt gehen, er könnte wiederkommen. Und wenn er das tut, musst du noch mehr meiner lustigen Witze ertragen. Hallo Kaya, du bist ja doch da! Hallo! Beziehungsweise, du hast ja gesagt, du wusstest nicht, also von daher, dankeschön. Was mit der Lampe? Nur eine praktisch geformte Lampe. Es ist eine Art Checkpoint oder Sentry Station. Eine Art, ja, Checkpoint, oder? Ich habe keine Ahnung, was eine Sentry Station ist. Aber hier sind Flaschen von Ketchup, Senf und Relish. Ich weiß leider gerade nicht, was Relish ist. Wahrscheinlich irgendwie Remoulade oder sowas. Darin. Was ist eigentlich mit den. Mit den da? Da ist nichts. Okay. Geht weiter. Eigentlich, warte mal. Ich mag es nicht. Ich hasse es, dich zu stören, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Ich habe gerade gedacht, mein Bruder ist aktuell ein bisschen niedergeschlagen. Er hat noch nie vorher einen Menschen gesehen. Und wenn er dich sieht, dann macht ihn das mit Sicherheit mega glücklich. So. Außenposten, dankeschön, Ino. Keine Sorge, er ist nicht gefährlich. Auch wenn er es versucht. Millionenfach danke. Ich warte dann voraus. Die Praktischheit dieser Lampe füllt dich immer noch mit Entschlossenheit. So, wir sind in Snowden. So heißt diese Gegend hier. Dies ist eine Kiste. Du kannst Items hineinlegen und du kannst Items herausnehmen. Die gleiche Kiste wird auch später auftauchen, also mach dir keinen Kopf darum. Also brauchst du nicht hierher zurückzukommen. Mit freundlichen Grüßen, ein Kistenliebhaber. Gut, dann kann ich jetzt endlich ein paar Items hier reinschöpfen. Und zwar den Butterscotch-Pile, damit ich nicht versehentlich benutze. Den Stick brauche ich nicht mehr, den Spider-Donut brauche ich erst später. Und da ist ein Tough Glove drin, also ein starker Handschuh. Den nehmen wir gleich mal mit. Denn... starker Handschuh, Waffe, 5 Angriff. Ein abgetragener pinker Lederhandschuh für 5 gefingerte Völker. Das funktioniert. Oh fuck. Vor viele Fs. Richtig Föhn. Zumindest mal gesprochen Fs. Das heißt, jetzt wird der angelegt. Du hast den starken Handschuh angelegt. Weil der ist nämlich stärker als das Messer. Das Messer hat nämlich nur Angriff 3. Ich meine, es ist nicht so, als ob ich es anlegen müsste. Ich bin schließlich eigentlich eigentlich jetzt gerade noch im regulären Dings, aber mache ja effektiv die peaceful Route, also die friedliche Route. Deswegen ist es echt egal, ob ich eine neue Waffe anlege oder nicht, weil ich nie angreifen werde. Snowdrake flattert hernieder oder hervor. Mal checken. Snowdrake, Angriff 12, Abwehr 7. Dieser Teenie-Comedian kämpft um ein festes Publikum. Sowas in der Richtung. Better not snowflake out, das ist nicht zu übersetzen, tut mir leid. Better nicht Schneeflöckchen, hahaha. Snowdrake grinst über seinen eigenen schlechten Witz. Und ich sollte auch lachen. Du lachst. Zu Snowdrakes schlechtem Witz. Oder schlechten, ja, Pan halt. Siehst du? Gelächter! Vater hatte Unrecht! Jetzt kann ich nämlich sparen. Du hast gewonnen. Du hast 9 Erfahrungspunkte und 12 Gold erhalten. Eine Angel! Es ist eine Angel. Am Boden festgemacht. Da alles Ding einholen? Ja, natürlich. Alles, was an dem anderen Ende dran ist ein Foto eines komisch aussehenden Monsters. Ruf mich an, hier ist meine Nummer. Du hast dich entschieden, nicht anzurufen. So dumm, aber so gut. Also halt brauche ich nicht. Nochmal kurz speichern. Ice Cap. Struts into view.
stolziert in Sichtweise sozusagen. Kompliment. Du informierst Ice Cap, dass er einen großartigen Hut hat. Duh, who doesn't know? Duh, wer weiß das schon nicht? Oh nein. Ich vergesse alle Angriffe. Ice Cap also wants a hat for his nose. Ice Cap möchte auch einen Hut für seine Nase. Ignorieren war es, glaube ich, genau. Du schaffst es, deine Augen von Ice Caps Hut wegzureißen. Er sieht genervt aus. Was? Was tust du? Ice Cap checkt auf geheime Weise, ob du auf seinen Hut starrst. Kann ich den stehlen? Mache ich damit den Peaceful Run kaputt, wenn ich jetzt seinen Hut stehle? Ich glaube nicht. Nur jemand mehr. Du fährst fort, nicht auf seinen Hut zu schauen. Er wirkt besiegt. Lieber ein Hatter als ein Hater. Lieber ein Hüter oder ein Huter als ein Hater. Ein Hasser. Ice Cap braucht unbedingt Aufmerksamkeit, kann er vergessen. So, wie ich schon Undyne gesagt habe, oder wie ich schon über Undyne gesagt habe. Sans, oh mein Gott, ist das ein Mensch? Eigentlich glaube ich, dass das eher ein Felsen ist. Oh! Hey, was ist das vor dem Felsen? Oh mein Gott! Ist das ein Mensch? Ja. Oh mein Gott! Sans, ich hab's endlich geschafft! Undyne wird... Ich werde so... Populär! Mensch! Du kannst dieses Areal nicht betreten. Ich, der große Papyrus, werde dich stoppen. Ich werde dich dann fangen. Du wirst in die Hauptstadt geliefert. Dann... ich weiß nicht ganz, was dann passiert. Jedenfalls! Fahre fort, wenn du es wagst. Nun, das ist gut gelaufen. Keine Sorge, Kleiner. Ich halte eine Augenhöhle auf dich aus, wie auch immer. Aus nach dir. Blablabla. Ich kann kein Deutsch, ich kann aber auch kein Englisch. Ich kann gar keine Sprache, ich bin so schlecht. Snowdrake, ja, okay, gut. Ja, better not smoke my out, I don't know. Ich werde mich rausflöckchen. Daddy wasn't right. Daddy wasn't there. Halt. Dort ist etwas auf diesen Karton geschrieben. Du betrachtest die sehr gut gebauten Außenposten. Wer könnte diesen gebaut haben, fragst du dich. Ich wette, das war sicher ein ganz großer, berühmter Garderitter. Notiz? Noch nicht ein großer, famoser Garderitter. Steht nicht dran, dass du ein Papyrus ist. Interessant. Ich dachte, es stand noch so Strich Papyrus. Bewegen absolut verboten. Nächste Bossfight. Hat sich da was bewegt? Oder war das nur meine Einbildung? Ich kann nur sich bewegende Dinge sehen. Wenn es sich etwas bewegt hat, zum Beispiel ein Mensch, dann werde ich sicher gehen, dass er sich nie wieder bewegt. Doggo blockiert den Weg. Doggo, Angriff 13, Abwehr 7. Leicht gereizt bei Bewegung. Hobbys beinhalten Eichhörnchen. Beweg dich kein Stück. Das ist auch so ein bisschen Tutorial, dass blaue Angriffe bedeuten, dass man sich nicht bewegen sollte, damit man keinen Schaden nimmt. Doggo scheint nichts finden zu können. Streichen wir ihn mal. Du streichelst Doggo. Was? Ich wurde gestreichelt! Streich was? Was? Doggo wurde gestreichelt. Jetzt kann ich Doggo schon sparen, also.
vernachlässige ich immer. 30 Gold war das. Das war der leichteste Bossfight ever. Irgendjemand hat mich gestreichelt. Irgendwas, was irgendjemand, der sich nicht bewegt hat. Ich glaube, ich brauche ein paar Hundeknochen dafür. Oder dagegen oder so. Ne? Hallo? Ist da jemand? Nein? Okay, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Hier hat jemand Hundekuchen geraucht. Tja. Hey, hier ist was Wichtiges, was du dir merken solltest. Mein Bruder hat eine sehr spezielle Attacke, einen sehr speziellen Angriff. Wenn du einen blauen Angriff siehst, dann beweg dich nicht und es wird dir nicht wehtun. Hier ist ein guter Weg, sich das zu merken. Stell dir ein Stoppschild vor. Wenn du ein Stoppschild siehst, dann stoppst du, richtig? Stoppschilder sind rot. Also stell dir einfach ein blaues Stoppschild vor. Es ist so dumm. Einfach, oder? Wenn du kämpfst, denk einfach an blaue Stoppschilder. Ich mag einfach diesen... Ich bedauere alle farbenblinde Leute, die diesen Gag nicht sehen können, weil sich einfach auch immer die Textfarbe ändert. Es ist so genial einfach. Und ich liebe es und ich liebe Undertale. Norden Eis, Süden Eis, Westen Eis, Osten Snowdendorf und Eis. Aber erst nach Norden. Hallo, ich bin ein Schneemann. Ich möchte gerne die Welt sehen, aber ich kann mich nicht bewegen. Wenn du so nett wärst, Reisender, bitte nimm ein Stück von mir und bring es weit, weit weg. Okay. Vielen Dank. Viel Glück. Du hast ein Schneemannstück erhalten. Wie mache ich mich? Mit ich meine ich natürlich das Stück, das ich dir gegeben habe. Okay. Item. Info. Schneemannstück, heilt 45 HP. Bitte nimm dies an das Ende der Welt mit. Oder bis zum Ende der Welt. So. Du bist so faul! Du hast die ganze Nacht ein Nickerchen gehalten. Ich denke, das nennt man auch schlafen. Ausreden, Ausreden! Oh, der Mensch taucht auf. Um dich aufzuhalten, haben mein Bruder und ich einige Puzzle erstellt. Ich denke, du wirst dieses hier sehr schockierend finden. Denn siehst du, das hier ist der unsichtbare, elektrifizierte Irrgarten. Wenn du die Wände dieses Irrgartens berührst, wird dieser Orb dir einen heftigen Schock verpassen. Klingt wie Spaß? Denn... Was? Die Menge an Spaß, die du wahrscheinlich haben wirst, ist eher ziemlich gering, denke ich. Okay, du kannst jetzt loslaufen. Genau, du kannst jetzt loslaufen. Ich liebe diesen Gag. Das ist so ein dummer Gag. Sans, was hast du getan? Ich denke, der Mensch soll lieber den Orb halten. Oh, okay. Ich liebe es, wie Spiele sich nicht ernst nehmen. Halte das bitte. Okay, versuch's nochmal. Okay, das war ein Fehler. Unglaublich, du schlüpfrige Schlange. Dass du das so einfach lösen konntest. Zu einfach. Allerdings wird das nächste Puzzle nicht so einfach sein. Es wurde von meinem Bruder Sans designt oder erstellt, was auch immer. Du wirst sicher beeindruckt sein. Ich weiß, dass ich es bin. Hey, danke. Mein Bruder scheint wirklich Spaß zu haben. Übrigens, hast du das komische Outfit gesehen, das er trägt? Wir haben das vor ein paar Wochen für eine Kostümparty gemacht. Er hat seitdem nichts anderes mehr getragen. Er nennt es immer seinen Kampfkörper. Wow, das ist ja cool. Man kann da auch eine Alliteration machen. Ein Kampfkörper. Sein Battle Body.
Mann. Ist mein Bruder nicht cool? Hey, Eismann. Ich verstehe einfach nicht, warum sich die Sachen nicht verkaufen. Es ist das perfekte Wetter für was Kaltes. Oh, ein Kunde. Hallo, willst du etwas... Stammel. Willst du etwas Nice-Creme? Das ist auch grässlich. Man kann diesen Begriff so schlecht übersetzen ins Deutsche. Ich bin ja echt verwundert, wie eine japanische Übersetzung zu dem Spiel gelungen ist. Ich wünschte, ich könnte Japanisch, damit ich das Spiel mal auf Japanisch spielen kann. Willst du etwas Nice-Creme? Es ist der gefrorene... Ist das gefrorene, der gefrorene... Die gefrorene Belohnung, die dein Herz aufwärmt. Nur 15G. Brauche ich einen Nice Cream? Ich bin kein Speedrunner, also brauche ich auch keinen Nice. Hol dir auch mal ein Nice. Willst du Nice? Das... Willst du Nice? Das ist das. Nice. So kann man das vielleicht gut ins Deutsche übersetzen. Ich habe mal gesehen, dass es irgendwie eine Fan-Übersetzung tatsächlich gibt, eine deutsche für Undertale. Und ich habe auch tatsächlich Übersetzungstools für Undertale. Ich will mal gucken, ob ich da irgendwie mal in der Freizeit, wenn ich mal da 3 fertig habe, ob ich mal eine Übersetzung für Undertale hinbekomme. Undertale ist immerhin wesentlich wesentlich weniger textlastig als Mother 3. Nun denn, erzähl's deinen Freunden. Es gibt Eis. Das Eiscream, also. Es gibt Eis hier draußen in den Wäldern. Genau. Eiscream. Warum sagt ihr jetzt nicht, there's an ice cream? Eigenartig, verdächtig. So, bevor ich das mache. Ich habe auch darüber nachgedacht, solche Sachen zu verkaufen oder solche Nützlichkeiten zu verkaufen, keine Ahnung. Willst du etwas frittierten Schnee? Nur 5G? Natürlich. Sagte ich 5G? Ich meinte 50G. Natürlich. Wirklich? Wie wär's mit 5000G? Ja, 50.000G. Das ist mein letztes Angebot. Was? Du hast nicht genug Geld? Hey, das ist in Ordnung. Ich habe auch keinen Schnee. Er ist so doof. Du hast recht. Ich sollte viel mehr von dir verlangen. Ja, genau. Machst du auch. Geruchsgefahr, Bewertung. Schneegeruch, Schneemann, weiße Bewertung. Kann auch gelbe Bewertung bekommen oder werden. Unverdächtiger Geruch, Welpe, blaue Bewertung. Smell of rolling around. Der Geruch von sich herumrollen. Sehr wichtig übrigens. Komischer Geruch, Menschen, grüne Bewertung. Auf alle Fälle zerstören. Ich liebe den Farbenblindheitswitz für Hunde in diesem einen Satz einfach. Seins und ihrs. Okay, da. Deutsche Übersetzung muss ich mir halt auch mal ansehen, aber die soll halt echt schlecht sein. So, spielen wir ein bisschen Schneegolf. Gucken, was für ein... Nein? Okay, jetzt krieg ich schon keinen Lila mehr. Oder auf jeden Fall keine gute Bewertung. Schneeball! Nein, runter! Ah, runter! Und hier... Fire Truck! Grün! Grün! Deine Sorgen... Deine Umsorgung und Fürsorge für Ball haben dich zu einem deliziösen Sieg gebracht. Dir wurde ein G, aber... Wie auch immer das passiert ist, ich habe auf jeden Fall ein G gewonnen. Es sieht vielleicht aus wie ein Schneeball, aber in Wirklichkeit ist es ein Schneedekahedron. Was ist ein Dekahedron? Weiß das jemand im Publikum? Kann jemand erteilen? Weiß jemand den Begriff? Kennt jemand den Begriff Dekahedron? Mensch, ich hoffe, du bist bereit für... Sans, wo ist das Puzzle? Ist genau hier, auf dem Boden. Glaub mir, niemand kommt daran vorbei.
Kann man das hier lösen? Muss ich mal schauen. Nee, kann man nicht lösen. Ich zeig euch mal den Gag. Hier kommt mal wieder mein Pointerfinger. Hallo, Pointerfinger. Diesen Begriff hier kann man fast wiederfinden in der allerersten Zeile. Aber hier ist ein U und hier ist ein E. Deswegen kann man das Ganze, den ganzen Scheiß nicht lösen. Toll, oder? Jetzt wisst ihr es auch. Und wieder was gelernt. Google hat recht. Google hat recht. Also es ist einfach ein Zehneck, sozusagen. Vor allen Dingen Polyhedron. Ich find's geil, dass ein Fremdbegriff mit einem Fremdbegriff erklärt wird. Sehr, sehr gut. So, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt das Rätsel lösen können. Ich weiß, ihr habt es nicht lösen können. Sans, das hat überhaupt nichts gebracht. Ups. Ich wusste, ich hätte das heutige Kreuzworträtsel nehmen sollen. Was? Kreuzwort? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Meiner Meinung nach ist Junior Jumble. Was ist denn Junior Jumble? Ist die Wortsuche definitiv das Schwerere. Ist easily the hardest. Das ist auch so gut. Was? Wirklich, Alter? Dieses easy peasy Wortspiel? Das ist für Baby. Baby. Gibt's irgendeinen Knochen, der mit B anfängt? Verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Ist für Kinderknochen. So. Gerettet. Unglaublich! Mensch! Löse diesen Disput! Was ist schwerer? Okay, nee, das muss ich jetzt euch. Ich lasse euch mal, euch drei aktiven Chatter, hier untereinander zerfetzen, was denn schwerer ist. Diese Wortsuche, die wir gerade gemacht haben, oder Kreuzworträtsel. Viel Spaß, ich trinke ganz schnell was. Ich warte auf Antworten. Kreuzworträtsel ist schwerer. Mhm. Sagt Chi. Na gut, das ist 2 gegen 1. Jumble ist schwerer. Ha! Ha! Ja! Menschen müssen sehr intelligent sein. Wenn sie also dieses Wortfindespiel so schwer finden. Danke, dass du gesagt hast, dass das Wortsuche-Rätsel dass du das Wortsuche-Rätsel genannt hast, nur meinen Bruder zu befriedigen, zu ruhig zu stellen. Gestern hat er es vermasselt, das Horoskop zu lösen. Es ist so gut. Es ist eine Notiz von Papyrus. Mensch, bitte genieße diese Spaghetti. Doch, tatsächlich weißt du nicht, dass diese Spaghetti in Wirklichkeit eine Falle ist. Sind. Designed, um dich zu betören. Zu irgendwas. Du wirst so beschäftigt sein, sie zu essen, dass du nicht realisierst, dass du nicht voranschreitest. Thoroughly japed again by the great Pyrus. Oh mein Gott. Auf ein weiteres Mal. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ihr wisst schon, was gemeint ist. Er hat uns wieder verarscht. Der große Papyrus. Papyrus. Es ist ein Teller voller gefrorener Spaghetti. Sie sind so kalt, dass sie an den Tisch geklebt, dass sie an den Tisch gefroren sind. Es ist eine nicht eingesteckte Mikrowelle. Alle Einstellungen sagen Spaghetti. Oh, zu viel getrunken. Maus-Klicke. Zu wissen, dass diese Maus eines Tages einen Weg finden wird, die Spaghetti aufzuwärmen, füllt dich mit Entschlossenheit. Spaghetti. So, mal gucken, ob ich es noch bis zum nächsten Speicherpunkt schaffe. Aber ich denke schon. Also bis ins Dorf sollte ich schaffen und dann werde ich wahrscheinlich den Stream beenden müssen, weil ich dann noch mit dem Hund raus muss und so.
Weil sonst ist man da. Achtung, Hundehochzeit. Hm? Da ist eine Kamera versteckt in diesem Baum. Ich wollte fast Busch sagen. Oh, der niedere Hund taucht auf. Niedere Hund, okay, das wird jetzt ein langer Kampf. Aber er wird so gut. Mal checken. Niederer Hund, Angriff 12, Abwehr 2. Führt ein... wields a stone dogger made of pomegranate. Das ist nicht übersetzbar für mich. Glaube ich. Weil er führt einen Stein... es geht nicht. Ich kann es nicht übersetzen. Es ist ein Pun auf einen Steindolch, gemacht aus Pomegranate, aus Pomeranian und Granite Pom... Ne, ein Pun. Hechel, hechel. Downed! Es ist der beste Kampf. Der niedere Hund legt seinen Kopf auf eine Seite. Habe ich Dagger gesagt? Ich meinte natürlich Dolch, aber ist schon okay. Ich kann halt den Witz nicht übersetzen. So, streicheln. Du hast kaum deine Hand gehoben, schon wird der niedere Hund aufgeregt, sozusagen. Sieht wie sein Schwanz jetzt wedelt hinterm Schild? Kleines Bellen. Oh, fuck, ich hatte es jedes Mal. Der niedere Hund bellt aufgeregt. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach schon sperren, aber das geht nicht. Du hast den Hund leicht berührt. Er wirkt bereits überregt. Hechel, hechel. Der niedere Dog barkt, also bellt, aufgeregt. Du streichelst den Hund. Er hebt seinen Kopf, um deine Hand zu berühren. Hechel, hechel. Bark, bark. Bork, bork. Und das gleiche. Du streichelst den Hund. Er ist ein guter Hund. Excited neue, aufgeregte Geräusche. Oh fuck, jetzt kommst du rechts. Was zum Teufel. Der niedere Hund ist überstimuliert. Du streichelst den Hund. Seine Aufregung kennt keine Grenzen. Excited Noises. Das ist so gut. Nur noch überstimuliert. Ein kritischer Streichler. Die Aufregung des Hundes ist angestiegen. Was ist... Oh, es simuliert immer noch. Okay, jetzt greift er mich auch gar nicht mehr an. Aber sein Schwanz wedelt immer schneller. Du musst hochspringen, um den Hund streicheln zu können. Motor brummt auf. Du hast ihn nicht mal gestreichelt. Er wird trotzdem aufgeregter. Flugzeug hebt ab. Der niedere Hund zeigt keine Zeichen oder scheint nicht aufhören zu wollen. So rum. Es gibt keinen Weg aus dieser Verrücktheit. Kettle Whistle ist Teekessel pfeifen, genau. Das muss sein, zu stopping. Okay. Der niedere Hund erreicht das Königreich der Wolken. Okay. Du rufst den Hund, aber es ist bereits zu spät. Er kann dich nicht hören. Weit entferntes Bellen. Das ist so genial. Du kannst den niedere Hund wieder erreichen. Halt, was Neues? Nein. Du streichelst den niederen Hund. Hechel ist lowering, also kommt runter. Du streichelst den niederen Hund. Kommt weiter runter. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Es ist gut möglich, dass du ein Problem hast. Es ist so klasse. Hm.
Unten nur noch Lowering. Nein. Wie gesagt, dauert ein bisschen, aber es ist genial, weil es funktioniert noch sehr, sehr lange. Ich mag es halt einfach nur so richtig, diese Beschuldigung. Es ist gut möglich, dass du ein Problem hast. Der niedere Hund ist nicht streichelbar, aber aber er appreciates the attempt. Was war appreciate nochmal? Aber er blablab. Ihr wisst schon, ne? Appreciated. Er appreciated den Versuch, ne? Er appreciated this. Der niedere Hund lernt zu lesen. Mhm. Appreciated immer noch den Attempt. Okay. Hä? Der niedere Hund heult, weil er dich nicht sehen kann. Nein, nicht schon wieder. Schätzt den, Dankeschön, schätzt den Versuch. Vielen Dank, Chibi. Ich weiß, auf euch kann ich mich verlassen. Wertschätzen ist sogar noch besser. Danke, Inno. Auf euch kann ich mich verlassen. Glaube ich, gleich wieder auftauchen, oder? Ja, da ist er. Guten Tag. Vielleicht war die Menschheit nicht dazu bestimmt, ihn so viel zu... oder so viel zu streicheln. So eine so hohe Menge zu streicheln. Also, guten Tag. Es... ja, it continues. Ne? Es geht weiter. Der niedere Hund hinterfragt deine Entscheidungen. Es geht weiter. Halt Question, der immer noch meine Choice ist, natürlich wieder das. Und es geht immer noch weiter. Geht so weiter, bis jetzt dein Gesicht draußen, auf dem Bild draußen ist. Weil dann geht's nicht mehr weiter, glaube ich. Der niedere Hund ist an Orte gegangen, die ihn zuvor noch nie ein Hund betreten hat. Der niedere Hund ist außerhalb deiner Reichweite. Okay, das reicht auch. Länger muss der Hals nicht werden. Es ist auf jeden Fall einer der besten Gags im Spiel. Aber ich glaube, das ganze Spiel ist einer der besten Gags im Spiel. Also von daher, so viel dazu. Hier gibt's nichts zu tun. Dann gehe ich hier runter. Guck mal, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier ist die Lösung. Also was heißt, natürlich ist hier die Lösung. Und im ganzen Schnee. Physics-Effekte, irgendwie sowas in der Richtung. Da ist ein X an dieser Stelle hier. Klick. Hier ist ein Schalter im Schnee versteckt. Klick. Schnee. Zwei Hunde. Was ist das für ein Geruch? Was ist das für ein Geruch? Nee, wo ist dieser Geruch? Wo ist das für ein Geruch? Wenn du ein Geruch bist, dann identifiziere dich. Dann, ja, identify your smell. Hier ist dieser komische Geruch. Ich möchte ihn eliminieren. Dich eliminieren, bla 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 bla. Dogi hat dich angegriffen. Ich mach's schnell.
Ich checke erst und dann mache ich es richtig. Dogami, Angriff 14, Abwehr 5. Ehemann von Dogaressa. Kennt nur, was er riecht. Nimm Flöhe meiner Frau. Das andere habe ich leider nicht lesen können. Die Hunde sagen schrecklich niedliche Sachen zueinander. Dogaressa, Angriff 14, Abwehr 5. Dieser Hund findet... Oh Gott. Blah, smells only. Nur Gerüche. Findet seinen Hobby... Findet ihren Ehemann liebreizend. Nur Gerüche? Natürlich war... Okay, also ja, genau. Ow. Oh, ich mache alles falsch. Die Hunde... Reevaluating. Schätzen deinen Geruch neu ein. Du rollst dich im Dreck und Schnee herum. Du riechst wie ein komischer Welpe. Number 2 Puzzle Champs 98. Ah, okay. Die waren 1998 Puzzle Champs. Zweitbeste Puzzle Champs. Champs. Champions. Die Hunde möchten dich wahrscheinlich neu riechen. Riechen. Der Hund riecht nochmal an dir. Nachdem du im Dreck herumgerollt bist, riechst du in Ordnung. Was? Das riecht wie ein... Bist du in Wirklichkeit ein Welpe? Die Hunde denken, dass du wahrscheinlich ein verlorener Welpe sein könntest. Du streichelst Dogami. Wow, von einem anderen Hund gestreichelt zu werden. Hey, lass mich nicht aus. Die Hunde denken, dass du vielleicht ein verlorener Welpe sein könntest. Du streichelst Dogaressa. Was mit mir? Ein Hund, der andere Hunde streichelt. Erstaunlich. Oi, oi, das war knapp. Help! Okay. Die Gedanken der Hunde wurden erweitert. Du hast gewonnen, 0 Erfahrungspunkte, 40 Gold. Hunde, die andere Hunde streichen können? Eine neue Welt hat sich für uns geöffnet. Danke, komischer Welpe. Hoffentlich kommt jetzt bald ein Speicherpunkt. Ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Mach aus jedem X einen Kreis und drücke deinen Schalter. Boop. Und... Boop. Und... Boop. Was? Wie hast du meine Falle umgangen? Und viel wichtiger... Ist noch etwas für mich übrig? Was sagst du Papyrus über seine Spaghetti? Was sage ich Papyrus über seine Spaghetti? Aufgegessen oder übrig gelassen? Ah, ich sag eigentlich auch aufgegessen. Wirklich? Wow! Noch nie hat jemand so sehr meine Kochkünste bewundert. Oder enjoyed, bewundert nicht, sondern genossen. Nun denn! Fürchte dich nicht, Mensch! Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir all die Pasta machen, die du jemals haben könntest. Oder jemals wollen könntest. Nee, Quatsch, anders. Nee. So dumm. Mein Bruder hat kürzlich eine Sockensammlung gestartet. Wie traurig. Manchmal frage ich, was er tun würde, wenn nicht so ein cooler Typ auf ihn aufpassen würde. Hier ist ein Schalter im Stamm dieses Baumes. Ihn drücken? Nein. Das schaffe ich auch so. Mensch! Wie sage ich dir das? Du hast so lange dir Zeit gelassen, anzukommen. Deshalb habe ich mich entschlossen, dieses Puzzle zu erweitern. Indem ich den Schnee so ausgelegt habe wie mein Gesicht. Unglücklicherweise ist der Schnee an den Boden gefroren. Jetzt ist die Lösung verschieden, wie auch immer. Und wie immer ist mein fauler Bruder nirgends zu sehen. Ich denke, was ich versuche zu sagen ist... Keine Sorge, Mensch! Ich, der große Papyrus, werde dir aus diesem
Dilemma helfen. Werdet ihr bei diesem Dilemma helfen? Blablabla. Deutsch ist schwer. Dann können wir beide fortfahren. Währenddessen kannst du dich frei fühlen. Währenddessen kannst du das Puzzle selber lösen, wenn du möchtest. So. Ich versuche dir nicht sofort die Antwort zu verraten. So, du willst also einen Hinweis, hä? Nun, ich habe dieses Puzzle angeschaut. Und ich denke, die Lösung ist, alle X'e in O's zu verwandeln. Du solltest das versuchen. Frag mich nochmal für weitere großartige Hinweise. Nein. Ja, okay. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Das kann ich machen, das kriege ich hin. Okay, ich habe noch nie gemerkt, dass Papyrus dann einfach so nach rechts slidet bis zum Schild. Das war tatsächlich... Mal kurz schauen. Ich glaube so. Wow, du hast es gelöst! Mein Tipp hat geholfen! Er hat dir wirklich geholfen! Unglaublich, ich bin beeindruckt! Du musst dich... du hast... Moment. You must care about the puzzles like I do. Help. Du scheinst Puzzles genauso zu mögen wie ich. Nun, ich bin mir sicher, deine Liebe mit dem nächsten... ich bin mir sicher, du wirst mein nächstes Puzzle dann lieben. Vielleicht ist es sogar zu einfach für dich. Nye, hehe, hehe. Gut gemacht, dass du das so schnell gelöst hast. Du hast nicht mehr meine Hilfe gebraucht. Was großartig ist, denn ich liebe es, absolut nichts zu tun. Also in dem Baum ist nicht noch was? Nein. Hey, es ist der Mensch! Du wirst dieses Puzzle lieben! Es wurde von dem großen... von der großen Doktorin Alphys gemacht. Siehst du diese Kacheln? Sobald ich diesen Schalter hier umlege, werden sie beginnen, ihre Farbe zu ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Kacheln sind unpassierbar. Du kannst auf ihnen nicht laufen. Gelbe Kacheln sind elektrisch. Sie werden dich elektrifizieren. Grüne Kacheln sind Alarmkacheln. Wenn du auf sie trittst, wirst du gegen ein Monster kämpfen müssen. Orange Kacheln sind riechen nach Orange. Sie werden dich also deliziös riechen lassen. Lecker riechen lassen, wie auch immer. Blaue Kacheln sind Wasserkacheln. Du kannst durch sie durchschwimmen, wenn du möchtest, aber wenn du nach Orangen riechst, werden dich die Piranhas beißen. Also, wenn eine blaue Kachel neben einer gelben Kachel ist, außerdem, wenn eine blaue Kachel neben einer gelben Kachel ist, wird auch das Wasser dich elektrifizieren. Violette Kacheln sind schlüpfrig oder schlitterig, rutschig, genau, sind rutschig. Du wirst auf die nächste Kachel rutschen. Jedoch ist die rutschige Seife, riecht die rutschige Seife wie Zitronen. Was Piranhas nicht mögen. Violette und blaue Kacheln sind okay. Schlussendlich pinke Kacheln. Die tun gar nichts. Lauf auf ihn rum, wie du willst. Wie war das? Hast du es verstanden? Habt ihr es verstanden? Klaus, nicht spoilern! Das hätte ich später noch dran gebracht. Habt ihr es verstanden? Ich hab's verstanden. Großartig! Hier ist nun die letzte Sache. Dieses Puzzle ist komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter umlege, wird er ein Puzzle generieren, das vorher noch nie gesehen wurde. Nicht mal ich weiß die Lösung. Pass auf! Ich mag das Spiel ja schon. Es hat so einen schönen Charme und Humor. Eigentlich diese Spaghetti von vorhin, die waren nicht so schlecht für meinen Bruder.
Seit er Kochstunden nimmt, hat er sich sehr weiterentwickelt. Ja, genau. Ich wette, wenn er so weitermacht, wird er nächstes Jahr sogar was Essbares hinbekommen. Die Maschine funktioniert nicht. Merkt euch mal das Design der Maschine, weil Klaus hat schon ein bisschen gespoilert, aber ja, tatsächlich, das sieht ein bisschen so aus wie... Es ist der abgebrochene Kopf eines Schneehundes. Sieht aus wie die Basis eines Schneehundes. Das abgebrochene Kopf und die Basis. Und die Basis und der Kopf und bla bla bla. Auf dem Boden liegt eine Kiste mit Pomeranzen. Aware of dog, please pet dog. Vorsicht vor Hund, bitte streicheln Hund. So, hier werde ich speichern. Ich werde noch gleich mit dem Charakter... Nee, ich werde noch nicht speichern. Also mit dem Charakter hier reden. Ein Hund ist hier einfach hergerannt. Gefüllt mit Inspiration. Hallo Blue, ich höre eigentlich gleich auf. Tatsächlich, tut mir leid. Weil ich muss noch mit dem Hund raus. Tut mir leid. Besser spät als nie. Aber du kannst den Stream ja ansonsten auch nachschauen. Ist ja dann, sobald ich aufhöre, ist er ja in meinen Videos auf Twitch gespeichert. Tut mir wirklich leid. Wie gesagt, ein Hund ist hier gerade reingelaufen, gefüllt mit Inspiration. Er hat versucht, er hat versucht, einen Schneehund zu bauen, der seine eigenen Emotionen, widerspiegelt. Aber, als er sie gebaut hat, wurde er mehr und mehr aufgeregt, oder, ja, über die Skulptur. Der Hals wurde länger und länger und er hat mehr und mehr Schnee hinzugefügt, bis... Es war wirklich sehr traurig mit anzuschauen, aber ich konnte nicht wegsehen. Tja, also hier speichere ich ab und werde den Stream beenden, weil ich muss jetzt, wie gesagt, mit dem Hund raus. Aber morgen ist nochmal ein Stream. Von daher, also ich denke zumindest, dass morgen ein Stream ist. Bitte halt meine Facebook-Seite im Auge, also facebook.com/smaxystream, ohne Leerzeichen, ohne Punkte und so weiter dazwischen. Ja, ist in Ordnung, Lou. Dankeschön. Danke, dass du da auf jeden Fall trotzdem kurz reingeschaut hast. Fand ich sehr schön. Und auch danke an alle anderen, an Klaus, an Inno, an Chibi, die schön aktiv im Chat mit dabei waren. Und wie gesagt, wahrscheinlich gibt's morgen einen Stream. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, sorry. Wird sich zeigen, wie ich Bock hab. In jedem Fall, wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und Kaya, du auch. Du warst zwar nicht aktiv im Chat, aber Kaya, danke, dass du auch dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.